Hi zusammen und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Moin und willkommen zum Posten 3 Windows Add-on. Als erstes werde ich euch eine kurze Einführung in die drei Hauptkapitel dieses Videos geben. Wir werden uns im ersten Kapitel mit der PDF-Software Adobe Acrobat Reader DC beschäftigen und im zweiten Kapitel wird sich alles rund um den Browser drehen. Dort werden wir uns die drei Browser Microsoft Edge, Chrome und Firefox anschauen. Als letztes werden wir uns den Kalender anschauen. Da werde ich euch zeigen, wie man mit Outlook umgeht und eine kurze kleine Empfehlung von mir aus dem Studienalltag geben und euch zeigen, welche Software ich persönlich im Studium verwende. Einführung in die PDF-Software. Als erstes werden wir zusammen schauen, wie man ein PDF herunterlädt und wie man ein PDF-Tool herunterlädt, besser gesagt. Und da werden wir uns Adobe Acrobat Reader DC herunterladen, ein PDF öffnen und ich werde euch zeigen, wie man es als Standardprogramm einstellt, so dass bei jedem PDF, das ihr in eurem Studium bekommt, immer diese App geöffnet wird. Oder diese Software. Als nächstes werden wir uns anschauen, wie man Sachen im PDF markiert, Notizen einfügt sowie weitere Sachen. Als letztes werde ich euch eine kurze Empfehlung für Drawboard sowie PDFSAM Enhanced 7 geben. Nun werde ich euch zeigen, wie man Adobe herunterlädt. Wir sind hier in Google und schreiben hier jetzt zum Beispiel Adobe Acrobat Reader DC. Die erste Seite ist getadobe.com. Hier schauen wir nach Adobe. Wir sehen, hier steht Adobe DC. Das ist der normale, das wäre die Pro-Version. Wir laden uns den normalen herunter, indem wir hier auf Download klicken, lassen das hier initialisieren und gleich haben wir die Download-Datei. Die wird heruntergeladen werden. Danach klicken wir drauf, machen sie auf und wie ihr hier seht, habe ich schon die neueste Version. Bei euch würde das jetzt installieren und danach würdet ihr das installiert haben. Als nächstes schauen wir uns PDF an. Das ist das PDF-Tool. Wir schauen uns zum Beispiel jetzt ein PDF an, indem wir hier raufgehen. Und dann öffnet sich zum Beispiel dieses Buch. Das können wir auf die Seite tun. Das können wir auch auf die Seite tun. Los geht's. Also, bevor wir hier jetzt mit dem PDF arbeiten, möchte ich euch zeigen, wie man PDF als Standard einstellt, also Adobe. Dazu gehen wir in die Systemsteuerung, indem wir hier in die Suchleiste Systemsteuerung einschreiben. Dann gehen wir auf Programme sowie auf Standardprogramme. Hier kann man die Standardprogramme festlegen. Hier seht ihr schon einige Standardprogramme, die festgelegt worden sind, wie zum Beispiel der Webbrowser. Hier könntet ihr zwischen den Webbrowsern switchen. Wir gehen hier hin und hier werdet ihr sehen, Adobe Acrobat Reader steht bei mir. Dann kann man auf Verwalten drücken und hier sieht man, welche Endungen von Adobe geöffnet werden. Wie ihr hier seht, PDFX und PDF wird von Adobe geändert. Falls ihr hier ein neues Programm hinzufügen wollt, geht ihr auf die Standard-Apps und könnt auf Protokoll gehen. Hier seht ihr all eure Apps, die ihr habt. Dann könnt ihr immer dort schauen, was ihr genau benötigt. In unserem Fall brauchen wir das. Das wäre die Standard-App. Die sehen wir hier. Und ja. Hier könntet ihr alles einstellen, auch die Fotos, falls ihr das braucht. Zum Beispiel auf Drawboard. So, nun gehen wir zum PDF. Hier oben seht ihr einen Stift. Das ist der Marker. Mit diesem Marker könnt ihr Sachen markieren im PDF.
Wenn ihr Rechtsklick macht, auf Eigenschaften geht, könnt ihr sogar die Farbe ändern. Und die Deckkraft. So einfach ist der Marker. Und dann gibt es noch diesen Notizblock. Hier könnt ihr Sachen schreiben, Testlauf 1. Könnt auch mit Rechtsklick die Icons ändern, falls ihr das wollt. Kommt immer davon an, was ihr genau wollt. Hier seht ihr die Unterschriften. Hier könntet ihr einfach eine neue Unterschrift hinzufügen, indem ihr hier die Unterschrift schreibt oder ihr schreibt sie direkt mit der Maus. So, und dann hättet ihr schon eine Unterschrift, die ihr hier einfügen könntet. Das könnt ihr gerne bei Online-Dokumenten machen, wenn nach einer Unterschrift verlangt wird. Hier seht ihr noch ein Textfeld, Hi. Hier könnt ihr Sachen reinschreiben, falls ihr das benötigt. Auch irgendwelche Zeichen könnt ihr hier machen. Falls ihr sagt, ich brauche hier eine Linie zum Beispiel, dann könnt ihr eine Linie machen. So. Alles möglich. Als nächstes möchte ich euch zeigen, wie man kommentiert. Im PDF gibt es ganz viele Möglichkeiten zu kommentieren, sogar mit einem Stift Sachen reinzuschreiben, falls das nötig ist. Hier gibt es auch den Gummi, damit können wir Sachen löschen, falls wir die nicht mehr benötigen. So, mit einem Stempel können wir hier Sachen hinzufügen, wie zum Beispiel, das wurde genehmigt oder so etwas, eine Datei anhängen, dem man sagt, das ist sehr wichtig. Ich möchte jetzt hier diesen Artikel anhängen. Das heißt, jedes Mal, das ist der Anhang, jedes Mal, wenn ich hier hinkomme und das lese, drücke ich auf diesen Artikel, Doppelklick, und schon geht der neue Artikel auf, das neue PDF. So funktioniert das. Und ja, ich denke, dass da habt ihr noch mehrere Werkzeuge, die ihr benötigen könnt, die ihr benutzen könnt, meine ich. So, alles möglich im PDF. Ich hoffe, damit konnte ich euch helfen. Das sollten genug Features sein, um im PDF sich zurechtzufinden.